So, und da sind wir auch wieder hier bei einer, ja, neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 3. Wir sind inzwischen hier in Bad Town angekommen, sollen da hinten die Bar besuchen. Aber vorher schauen wir uns natürlich noch mal um, ne? Ja, Prost. So. Und ich bin mal gespannt, was es mit diesem... Nein, ich war Schmuggler und Schiffskapitän, gefangen, seit der Schakal mich verraten hat. Okay. Hat die Zuckung? Oder was soll das? Okay. Oh, ganz vor Sale. Ja, ja, wir besuchen die Bar, aber hier scheint es... Gibt's hier was möchtest du kaufen? Gibt's hier andere Waffen? Bestimmt nicht, ne? Jo, filmen wir mal auf. Granate, ein Molotow, mehr nicht. Okay, cool. Einzigartige Waffen. Das ist halt nice. Wenn wir dazu das gucken. Also was? Die hatten Visier, einen Schalldämpfer und ein erweitertes Magazin und Lackierung. Ja gut, Lackierung ist mir. Ist mir eigentlich egal. Aber. Die da hat jetzt einen Schalldämpfer und Ding. Ja, was soll's. Komm, wir geben hier sonst. Okay, ich sollte mal noch das Handy muten. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Waren keine 2 Sekunden, aber ich bin wieder da. Theoretisch könnte man die uns holen, weil wir haben Geld dazu. Und die ist besser. Die will ich nicht. Also, die ist wahrscheinlich besser als die, die ich jetzt habe, aber ich mag die mehr. Vergleichen. Das Schöne ist, ich kann die ja nicht mit einem von denen hier vergleichen. Vergleichen. Toll. Ist jetzt so richtig schöner Vergleich. Ja, egal. Jo, Gepärs. Und die tauschen wir mit der MP. Was? Warum ziehst du denn auf mich? Was ist denn mit dir? Ja, ich gehe ja schon. Sei still! Sie haben meinen Mann getötet. Ich war Ärztin, bevor sie mich in eine stinkende Zelle geworfen haben. Jetzt war sie Ärztin. Ich bin mal gespannt, was sie noch alles. Was ist mit mir? Eine Kriegsjournalistin auf der Suche nach einer Story, nachdem ich sie wie die Wahrheit ein wenig ausgeschmückt hatte. Junge, die Hühner sehen aber richtig abgefragt aus, du. Als wären die gerupft worden, da hat einer mittendrin keinen Bock mehr gehabt und hat sie dann gelassen. Bad Town. Wahrscheinlich hat keine Stadt in der Welt den Namen Bad Town mehr verdient als Bad Town. Und vermutlich ist kein anderer Name einfallsloser. Ich meine, hey, hätte es nicht auch Dark Town sein können? High Town? Badass? Wie auch immer, in diesem Ort wimmelt es von Söldnern und Piraten. Oh. Ich sehe schon, das wird ein lustiger Aufenthalt. Okay, wir waren jetzt zwar beim Shop, da ist die verrückte Oma. Was sagst du denn jetzt? Achso, hast gerade hinzugucken. Okay, müssen wir später nochmal kommen. Lass mal ruhig los, ja? Okay, ihr seid auch richtig. Also, die haben alle nichts zu tun gefühlt. Söldner und Piraten werden doch sonst auch mal gebraucht. Ja, ja, wir gehen gleich in die Bar. Ich sehe mich hier immer noch um, wobei ich nicht glaube, dass die groß was gibt. Sonst wird es ja eigentlich auf der Karte angezeigt. Lecker, lecker Fisch. Na, was gibt's? Was ist heute hier? Ich habe die besten Angebote hier. Siehst du an? Billiger geht es nicht. Ja, ja. Ich glaube, älter geht's auch nicht, ja? Alter. Den Laden riecht bestimmt von 1 Kilometer Entfernung. So, hier nochmal eine Hütte. Moin, was geht? Also, ne? Wenn ihr die Wahl habt zwischen, ich tue meine Matratze halb an die Wand klappen oder ich breite sie schön breit aus, damit ich breit liegen kann, anstatt mich die ganze Zeit hin und her zu wälzen. Wer legt sich denn so hin? Die Matratze ist doch längs. Bist du dumm oder so? Oder ist das zum Zuklappen? So, ne? Wenn du einen Löffel abgibst. Weil ich, dein Kollege hat es verstanden. Naja. Muss man nicht verstehen. Also, ich verstehe es nicht. Aber gut. Jeder wie er mag. So. Was gibt's denn jetzt hier noch? Noch mal eine Hütte? Das sind alles Baracken. Da mehr, ist also. Es ja. Ja, ja. Da ist es ja. Oh, ich sehe schon. Da ist ein bisschen was los.
Jo, wie in jeder normalen Kneipe auch, einer muss immer vor der Tür stehen und reihen. Das gehört einfach dazu. Hey! Das Spiel ist an mir abgeschmiert. Warum ist das Spiel mir jetzt abgeschmiert? Nur weil ein Typ gegen die Wand gekotzt hat, kackt mir das Spiel ab oder was? Ja, wenn es einmal laufen würde, wie man es gern hätte, ne? Wahnsinn. Aber gut, was will man machen? So, ich lasse das jetzt drin, ist mir egal. Ich habe das Spiel gerade neu gestartet. Und ja, so, das sieht auch mein Haupt, ne? Mainscreen und so. Ich hoffe, das hat irgendwo gespeichert. Wahrscheinlich dürfen wir von vorne anfangen bei der Mission. Ja, schalte das Gerät nicht aus. Ich habe das Gerät nicht ausgeschaltet. Das Spiel hat sich selber ausgeschaltet. Ich kann dir nicht mal sagen, wieso. Aber gut. So, hier kann man sogar auch Koop oder Multiplayer spielen. Aber wir machen einfach hier weiter. Schon mal warnen. Die Siedlung. Ja, das ist die aus meinem Traum. Ich habe vorhin schon mal neu gestartet, weil die Codierung gemeckert hat, weil noch was anderes nebenher lief. Deswegen wusste ich, beziehungsweise habe ich mir schon gedacht, dass das so ist. Und ich kann auch nicht mitten in der Story einfach speichern, das geht nicht. Deswegen. Ja, Bad Town, ja, okay, haben wir schon gelesen. Gut, weiter geht's. Achso, die alte, willst du sie noch vielleicht. Können wir dir helfen? Die nächste so. Möchtest du einen Vorgeschmack? Uns wird schon was einfallen. Das. Ja, okay. Ich dachte, du brauchst. Ach so. Ja, gut. Das hätte ich mal besser angucken können. Ich dachte, das ist eine Dame, die Hilfe braucht, eine Kiste runterzulupfen. Warte mal. Eine Menge Spaß zusammen haben. Warte mal, das. Ernsthaft, das da soll. Ja. Alter, abgefragter geht's nicht. Ja. Ich würde gerne die Fresse hauen, aber das geht leider nicht. Komm, wo sind die Oma? Mit der haben wir noch gar nicht geredet. Ah, da ist sie. Wow, ich habe ernsthaft. Hey, Oma. Was ist mit mir? Eine Kriegsjournalistin auf der Suche nach einer Story, nachdem ich die Wahrheit ein wenig aus. Okay. Die labert immer dasselbe. Braucht die auch Hilfe beim Kiste schieben? Ist die zu schwer für dich? Ich beiße nicht. Außer du willst es. Hi, fühlst du dich einsam? Du fragst mich, ob ich mich einsam fühle. Guck dich doch mal um. Du stehst hier alleine an der Kiste. Na, gefall ich dir? Naja. Ich bin einsam. Ja. Hast du Lust? Ha, siehst du, sie ist einsam, wusste ich doch. Naja. Frauen, ne? So. Aber weiß man gar nicht, woher der Fischgestank jetzt kommt. Ob von da oder von da. Hey, ja, gut. Frag rum, los! Was? Du kannst jeden fragen. Die werden es dir sagen, dass ich ehrlich bin und dass meine Waren die billigsten überall sind. Überall. Überall. Ich habe die besten Angebote hier. Siehst du? Ja, ja, klar. Wenn der Fisch schon ein paar Tage alt ist, dann kann man nicht so viel verlangen. Das ist ja okay. Hey, du kotzt ja gar nicht mehr. Alles gut bei dir? Ich guck gleich mal, ne? So, mal schauen, ob das Spiel wieder abschmiert. Der Wasserfall. Erstmal drum rumgehen, ne? Wisst ihr ja, Fruchtmöglichkeiten. Das sieht alles sehr zu barrikadiert. Also ich bin mal gespannt, ob es da so ein Fenster gibt. Das ist irgendwie komisch, wenn du reingehst und es. Ach, jetzt kotzt er. Schön. Schön. Soll ich dir die Haare halten? Was hat denn dein Gesicht? Oh, das ist sein Mund. Ah, oh, sein Mund. Hi. Na, du bist aber fit. Dafür, dass du gerade gegen die Wand gerät hast. Okay. Nach vielen Umwegen sind wir hier gelandet. Ich bin mal gespannt. Ich muss den Mann in Weiß finden. Den Mann in Weiß. Spiele eine Runde Poker. Oh, das können wir ja gut. Ja, Mensch. Dir geht's aber auch gut. Ha, das ist wie in der lokalen Dorfkneipe, du. So. Ja, ja, wir kommen gleich zu euch. Na? Also, ohne Scheiß, wenn du alles siehst, richtig grau und hier hinkommst und der Tresen ist so überhaupt nicht übertrieben bunt, so im Verhältnis. Hey, Edgen, sieht aus, als hättest du fast nur Tequila. Gib mir mal einen Tequila, bitte.
Weißt du, selbst die Frauen da draußen fragen mich, ob ich irgendwas haben will, ne? Und du verkaufst dir auch Sachen. Guckst mich nur dumm an, wie so ein Auto. Okay. Der Mann weiß. Hier ist kein Anweis. Also, wenn das da weiß sein soll, dann... Das war vielleicht mal weiß, bevor die es gekauft haben oder so. Servus. Was geht? Ach nee. Jetzt kommt er rein. Komisch. Schon von Weißbrot gehört? Na, schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, verdammt? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Klingt, als müsste heute eingreifen, wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wie meintest du noch, sieht der aus? All in. Gut gespielt. Ich hab doch eigentlich gespielt. Ich hab doch nur All in gemacht. Das ist der Typ aus meiner Vision. Der führt mich sicher zu Keith und Oliver. Willst du mich verarschen? Also, das war jetzt unser Poker? Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie was Bestimmtes schaffen. Das war einfach hingesetzt, all in, alles klar. Und rein, so vielleicht kommt einer rein, der eindeutig nicht von dort ist. Und dann, oh, habt ihr schon mal von dem gehört? Und ja, er bringt Leute um. Ey, es ist aber keine Machete mehr, ne? Es ist jetzt ein japanisches Kurzschwert. Und der hat seinen Zigarren nicht mehr fertig geraucht. Der Mann ist der Schlüssel. Ich weiß es. Ohne bemerkt. Citra hat die Angriffe verstärkt. Warum? Böses Blut. Heut bot war's Geld. Er darf mich nicht sehen. Ich hätte dasselbe getan. Dödet. Hi. Mahlzeit. Dödet. Hast du mich gesehen? Nein. Nein. Du wirst nicht alt. Ich muss mit dem Schritt halten. Verdammt. Na, mal nichts überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die richtige Jahreszeit dafür. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Was soll das denn? Warum schmiert denn das heute dauernd ab? Ich schau mal, woran das liegt. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, hi, da bin ich wieder. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie schmiert heute hier alles ab. Ich habe das bis jetzt zu einem bestimmten Teil wieder spielen müssen. Von Anfang an eigentlich. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich hoffe, dass das mal klappt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also es kommt halt keine Meldung, dass es zu warm ist, dass der Kern so stark überlastet ist, ihn gar nichts. Ach Gott, verdammt! Ja, ich bleib jetzt mal. Na, mal nichts überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die Nö, der hat mich nicht gesehen. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. So. Wir müssen handeln. Wir müssen handeln. Also, mach was du willst. Ich will keinen Ärger mit den Piraten. Ich bin glücklich. Hey. Hast du die Infos zu deinen Freiern? Ich hab's aufgeschrieben. Ich bin zwar geschickt mit den Händen, aber einen Stift halte ich eher selten. Hier ist dein Geld. Bring ihn hier rein oder werf ihn los! Okay. Hey, Ficky Ficky, Lucci Lucci, wärst du vielleicht interessiert? Ich muss heute arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Die Dame kennen wir doch. Geh und frag rum, los! Du kannst jeden fragen. Die werden es dir sagen, dass ich ehrlich bin und dass meine Waren die billigsten überall sind. Überall. Ich werde dir nichts verkaufen. Nichts. Ich will doch nichts kaufen. Okay, wo ist mein Geld, hä? Ich bin krank. Ist mir doch scheißegal. Versuchst du mich hinzuhalten? Es geht mir nicht gut. Hey, ich will dazu hören, aber du Medizin? Nicht. Nein, bitte. Nimm die Medizin. Ich muss mit dem Schritt halten. Noch ein Blowjob, bevor du stirbst? Ich gefalle dir. Das merke ich doch.
Ich weiß, na, gefall ich dir? Was? Das war knapp. Muss weniger Kaffee trinken. Ah. Ja, das ist halt ein Sicherheitsabstand, aber dann bleib an ihnen dran. Ich muss an ihnen dranbleiben. Ja. Wenn er sie jetzt umdreht, bin ich halt richtig gefickt. Das ist richtig offen. Oh, verstand dich, Alter. Das war knapp. Du bist ja schon Gespenster. Was? Oh Mann, fast. Muss wenig. Was? Junge, kannst du schneller laufen? Das ist ja furchtbar. Sieh ich mich hier nicht. Muss weniger Kaffee trinken. Das fällt überhaupt nicht auf, wenn da so ein Kopf hinten rausguckt. Er geht jetzt da in die Hütte rein. Gut, hat gespeichert. Jetzt? Dafür, dass wir den jetzt so verfolgt haben, bin ich mal gespannt. Es sind schon mehr hier drin. Mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja, oder nein. Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so. Ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchteln. Nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn es im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Hippie. Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Junge, was ist das für eine Hütte? Kannst du nicht einfach das C4 mitnehmen und dann stellst du es mal auf den Tisch, weil wenn er zündet, dann fliegt er halt mit hoch, ne? Okay. Nein, Jason! Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet. Hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Ich weiß, wie man den Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt, dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Ich hab's zum Teil schon. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Klar. Will ich. Ich hab schon einen Flammenwerfer. Ne? Also. Ja, hab einen. Und so größeren Tank. Ernsthaft. Achso. Gibt's da sonst irgendwas? Bestimmt nicht. Schicke Bude. Weißt du, jetzt bist du extra so sneaky und dann stellt sich raus, dass der auf deiner Seite steht. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Ich
glaube, was anderes erwartet er auch nicht. Ich mach mal noch die Nebenquest, bevor wir da. Weiß Dennis mehr über heute. Okay, wo ist mein Geld, hä? Hi, Dennis? Grüße, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Eintritt ins Wespennest. Das klingt ja toll. Ich bin hier. Danke, dass wir reden können. Ich habe größten Respekt für deine Taten. Die Menschen müssen sehen, dass die Piraten besiegbar sind. Dass auch sie bluten, wie wir. Sterben, wie wir. Darum brauche ich dich. Was kann ich tun? Mach Fotos von den toten Piraten vor dem Dorf. Warum? Damit die Dorfbewohner sehen, dass sie nichts zu befürchten haben. Das sollte ich hinkriegen. Okay, wo ist mein Geld, hä? Ich bin krank. Ist mir doch scheißegal. Versuchst du mich hinzuhalten? Es geht mir nicht gut. Brauchst du Medizin? Nicht, nein, bitte. Nimm die Medizin. Besser jetzt? Lüg mich nochmal an. Ich bring dich um. Oh, auf einmal fängt es an zu bluten, komisch. Hi. Hi, ja. Du Arme, soll ich dich streicheln? Ich darf hier nicht mal, wenn ich will. Okay, Fotos von Piraten machen. Ja gut, das sollte ja irgendwie drin sein. Ach ja. Also, ne, ist schön, wenn es jetzt mal wieder läuft, ohne dass es abkackt. Mensch, du. So, Flammenwerfer haben wir am Anschlag. Ja, können wir mal nachladen. Shotgun. Frage, sind die Piraten auch schon tot? Ja, ja, ich weiß, wie meine Kamera funktioniert. Ich habe die schon öfters verwendet. Was soll denn hier? So, da unten. Wow. Na du? Einmal bitte lächeln. Schön. Der hat zwar nicht gelächelt, aber das reicht mir jetzt. So. Oh. Das ist nicht gut. Ja, ja, die Piraten sind alle tot. Mhm. Dachte ich mir schon, dass das irgendein Haken haben wird. Aber wir haben hier einen super Zoom auf der Kamera. Sollten wir doch. Junge, wie viele Leute gibt. Seid doch auch tote Piraten. Kann ich euch nicht einfach töten? Oh, Meth-Teile. Ja, toll. Und noch eine Granate bekommen. Komisch. Immer dann, wenn ich eine Granate verwende, haben die reinzufällig eine dabei. Ich meine, finde ich nicht schlimm. Ja, ja. Bitte lächeln. Oh, der Post hier richtig, du. Jo, nimm mal mit. Grüne Blätter brauchen wir eigentlich immer. Ja, klar. Heilt ja zum Glück wieder. So, ich hoffe, ich kann irgendwann mal zwei Gesundheitsbalken auf einmal heilen. Was schauen wir mal? Oh, der könnte ein Problem sein.
Nicht nur eventuell. Ja, doch, lad die mal nach. Ach so. Scheiße. Das ist gar nicht die andere, gell? Die habe ich nicht gekauft. Okay, wir müssen auf jeden Fall dann in den Shop noch gehen, die andere kaufen. Stimmt, durch dieses ganze Neugestalt habe ich den natürlich nicht mehr. Ich würde den gerne umgehen, wenn möglich. Also, ne? Weiß ja. Leben soll ja befürwortet werden und nicht zwangsmäßig oder zwangsweise ausgelöscht. So. So, dass wir den Dude fotografieren können, ohne dass der Tiger irgendwie eins auf die Fresse von uns kriegt. Weil wir wissen alle, wie das enden würde. Der Tiger wird mich gleich verletzen, aber letzten Endes würde der Tiger einen Löffel abgeben. Ich schätze mal, dass der Dude genau da liegt, wo der Tiger steht. Würde ich jetzt mal vermuten. Ha, das hat gereicht, Session. Und fertig. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber... So. Dann rennen wir jetzt wieder zu dem Dude hin. Wenn wir irgendwie hinkommen, ohne dass der Tiger uns merkt, weil das ist ja jetzt mal wieder typisch geschafft und trotzdem merkt mich der Tiger, so. Und wir holen jetzt mal noch die neue Waffe, weil, eigentlich hatte ich die mir geholt, aber, ja, Spiel speichert halt nicht alles, was es sollte. Frage, wer baut so ein Dorf, wo man nur von einer Seite reinkommt? Ich meine, für Überfälle und sowas ist es vielleicht nicht schlecht, aber, ja. So, und auf der anderen Seite wieder raus. Sehr schön. Wir gehen erstmal zum Shop, bevor wir bei dem Typ sind. Nicht, dass der mir... Oh, da sind noch andere und die müssen erstmal sterben bevor und bla und... Du hast ja ganz vergessen... Wusstest du, dass... da wollte ich zwar nicht lang, aber gut. Versuchst du mich hinzuhalten? Ja, ja, ich versuche dich immer hinzuhalten. Ach, da ist wieder die Oma. Hallo, Oma. Okay. So, moin, ich hätte gerne die einzigartige Waffe hier, den Schredder. Kaufen. Ja, rüsten die gegen die da aus. So, Schredder ausgerüstet, Schnellverkauf, jeden Scheiß los werden wir mal haben. Ja, eine stinkende Zelle. Du, das ist schöner als das Loch hier. Bin ich mir fast sicher. So. Sie haben dein Boot gesprengt. Na, sowas. Jo, ich trinke mal ein Schlückchen. Prost. So. Hallöchen. Ich hab die Fotos. Gut. Gut, das wird ihnen die Augen öffnen. Ja. Sehr gute Arbeit. Ja, Jason. Ich kann sie gar nicht weglegen. Hey, na komm. So gut. So schön. Ich muss die Bilder erstmal genau analysieren, bevor ich sie rumzeige. Oh, entschuldige. Irgendwie glaube ich nicht, dass viele andere die Fotos sehen werden. Ja, frage ich mich. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft.